ACCO, der führende Anbieter von Corporateware für Beruf, Freizeit und Sport. Leider kein Glück beim Freitagtraining, etwas Probleme bei dem Ford Capri. Peter, wie wir sehen, leider ein technisches Problem. Ich nehme mal eine Einspritzleitung. Und wie liegt dir das Fahrzeug hier in Imola? Ja, ich hoffe, wir haben eine gute Chance. Ist ja eine ganz geile Strecke. Ich muss ja nur erst lernen. Ich war hier noch nie. Wir hoffen, dass das Fahrzeug wieder zum Starten geht und du das Training aufnehmen kannst. Alles Gute. Kommt schon noch. Ja, danke. Peter Mücke fuhr auch in seinem ersten Lauf von Position 7 aus das Fahrzeug auf die erste Position und gewann das erste Rennen. Und hier eine Zeitlupenaufnahme des Trainingsschnellsten, des Stefan Mücke, der hier diesen Ford Capri, das 41 Jahre alte Showstück, hier rund um den Kurs von Imola bewegt und hier die Bestzeit für das Qualifying einfuhr. Und jetzt der Start zum zweiten Rennen. Stefan Mücke übernimmt sofort hier die Führung und fuhr ein Startzielsieg hier in Imola, das zweite Rennen der DTM Klassik. Stefan Mücke und Peter Mücke, die hier die Sprintrennen der deutschen Rundstreckenmeisterschaft im Rahmen der DTM Klassik fahren, die in ihren Ford Capri hier die Bestzeit erzielten. Das erste Rennen gewann Peter Mücke und das zweite Stefan Mücke in Imola mit diesem Ford Zagspeed Turbo, das Rennfahrzeug, das vor 41 Jahren schon bewegt wurde von Klaus Ludwig.